But behind closed doors, I'm a fool for your love. Wir befinden uns hier in der Gemeinde Fehrbellin auf einer Landesstraße zwischen den Ortschaften Wustrau und Langen. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Fehrbellin wurde zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gemeldet. Bei Eintreffen der einzelnen Ortsfeuerwehren befand sich das Unfallfahrzeug auf einem Acker. Dort war ein Pkw massiv eingeklemmt. Es handelt sich hier um ein SUV der Marke Porsche. Also die Unfallursache konnte hier nicht geklärt werden. Das ist auch nicht Aufgabe der Feuerwehr, sondern der Polizei. Und dort haben wir keine Absprachen getroffen. Ja, wir mussten die feuerwehrtechnischen Gerätschaften von der Straße runter auf die landwirtschaftliche Fläche tragen, mussten dort natürlich unwegsames Gelände passieren, haben soweit alles aufgebaut und vorbereitet. Und während der Rettungsmaßnahmen stellte der Notarzt leider den Tod des Fahrers fest. Es handelte sich um einen älteren Herrn aus Berlin. Ja, wir befinden uns hier auf einer Landstraße im ländlichen Bereich. Und Sie wissen ja selbst, ist momentan die Jahreszeit Herbst vorherrschend. Das heißt, es wird sehr schnell dunkel draußen. Man muss auch mit Wildwechsel rechnen. Daher mein Appell an die Fahrzeuge, die Geschwindigkeit entsprechend zu drosseln und umsichtig fahren. Die ersten Feuerwehren sind hier bereits abgezogen. Auch das Unfallopfer wurde vom Bestattungsunternehmen abgeholt. Und wir werden hier bloß noch die Einsatzstelle absichern. Ja, es war nicht ganz so einfach, die Batterie zu finden. Es ist ein sehr modernes, hochwertiges Fahrzeug. Bei diesem Fabrikanten sind mitunter auch zwei oder noch mehr Batterien verbaut. Dort hat die Feuerwehr Kontakt zur Leitstelle aufgebaut und dort bekamen wir Unterstützung und erhielten die Standorte der Batterien, um diese dann auch abzuklemmen, um die Brandgefährdung zu minimieren. Hier vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Fehrbellin mit den Ortsfeuerwehren Stadt Fehrbellin, Wustrau, Altfriesack, Langen und Protzen-Walchow mit 5 Fahrzeugen und insgesamt 32 Kräften. That's so much.